Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Hand of Fate. Wir sind noch immer nicht fertig mit dem Spiel. Oder was heißt noch immer nicht, so viele Folgen sind es ja nicht, aber... Wir haben hier so einen kleinen Secret-Boss gezogen. Und den machen wir jetzt definitiv auch noch. Ich hoffe, es dauert das nicht zu lange. Ich hoffe, wir machen das hier auf einen Versuch. Das würde meinen Zeitplan auch nicht in die Karten spielen. Oh, jeez. Lass uns einfach anfangen hier. You face me. The rules change yet again. Ja, die Regeln ändern sich nochmal. Na, ich bin gespannt. Oh, man kann diesmal auch das Mission gar nicht skippen. Warum? Erzählst du da noch was, oder? Scheinbar nicht. Unrein. That is one of my favorites. Das ist schön. Was sind denn das für... Was sind denn das für Knüppel da drauf? You are so close to victory and I am so close to the final nothingness. I have fought against this day for so long. Oh, das ist echt schnieke. Das Schild, der Schild, das Schild, der Schild, really? Der Schild. Is that what you're going to do? Ich dachte, ich kann keine Segen erhalten. Ja, wird gleich wieder abgeworfen. Dankeschön. Unsere Statusrüstung hat sich verbessert, ja? Edle Klinge macht auch nur 25 Schaden, genauso wie die Axt. Worauf ist es daran jetzt besser? Bei den Ringen... Oh. Rückblick, Händler und Mordserie. Für jeder getötete Gegner erhält der Spieler einen kombinierbaren Bonus auf Geschwindigkeit und Schaden. Erleidet man Schaden, wird der Bonus auf 0 zurückgesetzt. Ach, das ist die Streak da unten. Naja, das ist für Getötete. Huh. Hey, Leo. Kannst du mir da vielleicht ein bisschen aushelfen? Oh nein. Er hat den geilen Schild weggeklaut. Oh, jeez. Dafür kriegen wir Gold, danke. Klaut uns einfach den... Ey, ich fasse es nicht. Wir gehen an den Laden vorbei. Noch haben wir kein Gold. Das sind Goldhäufchen gewesen? Warum liegen da Goldhäufchen? Oh. Stimmt, da war ja was. Ach, wir haben dieses Dings wieder. Ja, wir öffnen sie nochmal, komm. Echt jetzt? So easy? Zu deiner Überraschung erscheint in einer Wolke purpurnen Rauchs ein magischer Geist. Zu meiner Überraschung bewegt sich mein Hund. Seltsam aber auch. Klackidi-klack. Ja. Ich bin frei, ruft die Erscheinung, während der Fremde in panischer Angst flieht. Oh oh. Der Blick des Geistes kommt langsam auf dir zum Ruhen. Wir bitten demütig um einen Gefallen. Komm, nochmal so einfach. Na, nicht ganz so einfach. Ja, passt. Wie du wünschst, Sterblicher. Spricht der Geist mit einem Wink seiner Hand. Dann verschwindet er. Du fühlst dich stärker. Oh, 20 Max Gesundheit. Danke. Finde ich gut, nehme ich. Halle des Toten Königs. The King is one of the players in our great mystery. Yet here he lies, dead and unforgiven. Da hätten wir jetzt den krassen Schild brauchen können. Nice. Okay, wir überwältigen einen von beiden. Und zwar würde ich sagen, wir nehmen die Dinger raus. Da hat es ein bisschen geruckelt, oder? Okay, wir haben nur noch die Schädel. Das Problem ist jetzt natürlich auch unsere... Ach, jeez. Wenn einer blockt, wird unsere Combo-Streak zurückgesetzt. Da kann ich doch gar nichts dafür, wenn die einfach mal hier ihren Schild benutzen. Die blöden Pisser. Ach halt, Moment, die haben ja gar keine Blase.
Klonk, klonk, klonk. Danke auch. Vielleicht hätte ich doch die Rattenmenschen nehmen sollen. Die stehen wenigstens nicht einmal im Kampf wieder auf. Leo hat uns das einfach kaputt gemacht mit dem krassen Schild des Skelettkönigs. Fuck. Das wäre nice gewesen. 5 Gold für einen erfolgreichen Kampf. Jo. Kann man nicht meckern. 2 Gewinnkarten und eine Ausrüstungskarte. 5 Max-Gesundheit noch dazu. Wow. Wir haben ja hier richtig live am Start. Den Pfeilschneider. Created by one of the King's Mages during the first Ratman Incursions. Schön, dass der das gemacht hat. Drücke während des Kampfes rechter Bumper, um ein magisches Schild darauf zu beschwören, dass Pfeile und andere Fernkampfangriffe abwehrt. Ja, kann gut sein, muss man sich nicht so ganz drauf konzentrieren. Dämmerungsritual. Diesmal machen wir das. Den Kampf mussten wir vorher auch schon machen, aber wir haben jetzt so viel Life übrig. Das passt schon. Was? Hat es ein anderer abgefangen? Finde ich gut. Lassen wir die... Was? Ich habe doch hier auf Y gedrückt. Ich würde sagen, wir lassen die Magier am Leben. Falls die ihre... Das ging schon wieder nicht durch mit dem Kackteil. Na gut. Oh, nicht schon wieder dieser Schrott hier mit dem 12.000-maligen Abwehren von irgendeinem Scheißdreck. Und dann kriegen wir doch noch aufs Maul. Oh. Oh, da gehe ich halt wirklich erst zurück. Ja, da ist hier wieder abgeblockt worden. Verfickte Scheiße. Aber wenigstens laufen wir schön schnell, also. Gut. Dann kontern wir halt, wenn's geht. Oh! Den kann man angreifen, nice. Wow! Das war gut eingesprungen. Okay, dann bist du dran. 74 Life haben wir noch. Okay, der will nicht, der will schon. Okay, dann bist du auch drauf gegangen. Und jetzt du? Der gleiche Scheiß wie vorher. Nicht ganz so nice. Bist du fertig? Jo. Wunderbar. Nicht ganz so viel Life verloren. Kriegen wir Gold? Jupp. Wir kämpfen dann natürlich auch die nächsten. Nochmal 2 Monsterkarten. Wow. Das könnte ein bisschen schmerzhafter werden. Vor allem, wenn hier alle möglichen Sachen auf einmal passieren. Vor allem sind es auch 6 physische Boys und nur 2 Fernkampfangreifer. Dass die, nachdem man gekontert hat, auch gleich einen Schlag ausführen, den man nicht abwehren kann. Ist auch so ein bisschen nervig. Oh. Okay, der ist weit genug weg, der gerade zuhaut. 55 noch. Alter. Nur noch 39. Ja, Prost Mahlzeit.
Oh, ich hasse es. Das Ding lebt immer noch da hinten. Kaum beschwert man sich, ist es weg. Oh. Gerade noch ausgewichen. Oh. 23. Genau, und wenn man dann mal einen hier am Start hat, den man angreifen kann, mischen sich gleich seine Kollegen ein. Den wollte ich gar nicht. Ach, der war schon tot. Ich dachte, es reicht, wenn ich hier in seine Richtung anfange zu schlagen. Oh. Oh, nee, 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 nee. Komm weg da. Geh down. Nice. Ich darf nicht einmal mehr getroffen werden. No, no, no. Oh Gott, ich habe geblockt, anstatt wegzuhüpfen. Gott sei Dank. 8 Life noch. Hey. Easy. Okay, das Zeichen gehört mir. Da eine Belohnung für das Blutbad, das du angerichtet hast. 3 Gewinnkarten. Nice. 30 Gold. Wie wär's mit der Heilung? Eine Ration. 30 Gold und 2 Rationen. Ey, Knaus gegen Druiden. Der letzte Akt wird in einer Mondnacht stattfinden. Du wirst hier erscheinen, wenn du gerufen wirst. So habe ich es vorgesehen. Vorhergesehen. Ja, nicht vorgesehen. Ah, egal. Wir haben 92 Gold und 21 Rationen. Sollen wir hier zurückgehen? Uns heilen lassen? 1, 2, 3, 4, 5. Das würde 7 Rationen kosten. Ah, nee, komm. Wir gehen zum Höhlenausgang. One cannot hope to find adventure without a little delving now. Rache des Gebers. Im Kampf hat jeder sterbende Gegner eine Chance, um 40% eine Bombe fallen zu lassen. Ja, solange die nicht instant explodiert, ist alles okay. Unten der Juwelier und oben der Laden. Okay, das heißt. This thing I have created. I can hardly bear the sight. Es sind halbwegs sichere Sachen. I've worked my way through its many convolutions so many times. Sagt er. Ich muss noch gegen 3 Magier kämpfen. My mind. Over and over again. Wenn die mich jetzt umfetzen. Wondered how it all ends. Will I ever know the truth? Okay. Der kastet hier die Scheiße nach vorne. Oh, natürlich laufe ich rein. Ich Volldepp. Ich muss auf die Fallen aufpassen. Oh. Muss das jetzt echt sein? Müsst ihr alle mit ihrem Kack magischen Schild rumlaufen, ja? Oh. Oh. Fast noch in die Falle rein. Was? Das hat man doch gar nicht gesehen. Natürlich wird das auch von hinten gelockt. Huh. Nö. Okay. Oh, wieder nur 8 Life. Was ist denn mit ihm passiert? Oh, die Bombe! Ach so, okay. Die explodierten nämlich nicht in die Fresse. Ich komme mich nicht mehr bewegen. Oh, jeez. Okay, Juwelier. Hey. Was hast du für uns? Ich habe ordentlich Kohle. Sag mir, dass du irgendwas Schönes für mich hast. Sekunden. Ich habe keine Waffenfähigkeit momentan. Plus eine Ration, immer wenn man einen Laden betritt. Das könnte gut sein. Wir nehmen auf jeden Fall den Ring. Das Ding kauf... Moment. Wenn ich es kaufe, wird es gleich automatisch ausgerüstet? Oh, das lasse ich mir aber nicht entgehen.
Ah ja, wir rüsten ihn noch nicht aus. Okay, wir verlassen den Laden und gehen nach oben. So, was hast du denn noch für 51 Gold? Eine Ration Gewinnkarte. Was? Okay. Maske der Erpressung wäre auch schnieke, aber ich will wissen, was die Tiefe der Nacht macht. Einmal pro Begegnung hat der Spieler die Wahl, eine zufällig gezogene Monsterkarte abzulegen und neu zu ziehen. Okay. Nehmen wir. Und eine Ration kriegen wir gratis. 10! Ja, Mahlzeit. Und ich kann nicht in den Laden rein? Was ist das denn? Oh, wir haben auch mal Erz gezogen. Wir klettern hinunter, um uns das Ding zu holen. Und wir kriegen es natürlich nicht hin. Was ein Schnaller. Wir müssen kämpfen. Ach. Wähle eine Karte, um sie zu behalten. Wir nehmen die da zum Behalten. Oder habe ich das vorher gerade ein bisschen falsch gemacht? Ja, egal. Wow. Ja. Ihr könnt ruhig ein bisschen abfackeln lassen. Das passt schon. Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen hier lang. Und produzieren ein bisschen feurige Knochen. Das soll mir recht sein, wenn ihr euch da hier abfackeln lasst. Okay, da ist eine Bombe gespawnt. Oh! Die tut sogar den eigenen Leuten weh. Das ist gut. Aber woran habe ich jetzt... Wovon habe ich hier gerade 12 Schaden gekriegt? Oh, wahrscheinlich, weil ich getroffen worden bin. Ah, weggesprengt von dem eigenen... Von der eigenen Kumpel. Ey, 7 Life nur noch. Ich hätte mich doch heilen gehen sollen. Okay, 4 Gewinnkarten. 10 Gold. Okay, 2 ziehen, eine zum Behalten. Was macht denn das unbewegliche Objekt? Im Kampf wird diese Rüstung mit jedem erlittenen Schlag stärker. Okay. Nämlich. Ziehe 3, prüfe und lege sie zurück. Da ist die heilige Schmiede da unten. Und ich habe das Erz nicht gekriegt. Ich verlasse den Ort. Wir sind so kurz vorm Sterben. Almosen. Ja, wir hätten jetzt momentan relativ viele. 10 haben ihm nicht gereicht das letzte Mal. Dann hier 20. Der Priester sieht deine mageren Gaben einen Moment lang an, dann seufzt er. Jeder Krübel wird natürlich hochgeschätzt, doch die Kinder sind zu dieser Jahreszeit sehr hungrig. Wow. 20 einfach mal in den Sand gesetzt. Du Scheißpriester. Wow. 20 Almosen, einfach mal hier so. Hm? Oh, und bei Gegenangriffen brauchen wir Rationen auf. Ja, danke auch. Okay, wir gehen auf die rechte Seite. Damn. Ich habe keine Rationen mehr. Ich habe dir den scheiß Hurenpriester gegeben. Fuck you. Höhlenzuflucht, das ist neu. Of course it's inhabited. 31 Helfer haben wir nur noch. Du bittest eine Höhle, um Schutz vor einem schweren Sturm zu suchen, als du Anzeichen dafür siehst, dass diese bereits von Monstern bewohnt wird. Wir betreten die Höhle einfach mutig. Du rufst eine Kampfansage in die Dunkelheit und schreitest selbstsicher in die Höhle, deine Waffe gezückt. 2 Monsterkarten. Der Schädelkönig, das ist nicht ganz so cool. Oh,
Aha, aha. Oh, scheiße. Ja. 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 Das hat ja wunderbar funktioniert. Danke auch. Das war mies. You will never face me. Death comes for us all. Though not, of course, for me. Nein, natürlich nicht für dich. Dafür, dass das Ritual, ja, dann wahrscheinlich hier. Mhm, Mondscheinhorror, nice. Puh, okay. Ich würde sagen, ich schieße dieses Video um 16 Uhr ein. Aber das habt ihr dann eh schon jetzt. Ist ja egal, was ich hier erzähle. 18 Uhr kommt Monster Train. Und je nachdem, wann Horizon Zero Dawn verfügbar sein wird, am 7.8., also am Freitag, gibt's da auch gleich Videos am 7.8. Falls das Spiel früh an dem Tag verfügbar sein wird. Ich habe Spätschicht, das ist so ein klein bisschen kontraproduktiv. Aber mal gucken. Also, den Geber heben wir uns noch eine Weile lang auf. Hand of Fate kommt jetzt mal eine Zeit lang nicht. Aber wir machen den auf jeden Fall noch. Den machen wir auf jeden Fall noch. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Again you face me. Again you are a fool.